Der doppelte Genitiv der digitalen Bildung. Der Soziologe Dirk Becker spricht von einem doppelten Genitiv, der in der Formulierung die Digitalisierung der Gesellschaft steckt. Das können wir auf die Digitalisierung der Schule übertragen. Der Genitiv in diesen Formulierungen kann in zwei entgegensätzlichen Richtungen interpretiert werden. Entweder spielt die Digitalisierung die aktive Rolle und ist die treibende Kraft, durch die die Gesellschaft oder die Schule als passive Objekte digitalisiert werden. Oder wir sehen darin ein Genitivus Subjektivus, sodass die Gesellschaft, die Schule, ihre eigenen Digitalisierung gestalten. Beides ist richtig und gehört zusammen, aber die zweite Perspektive macht mehr Sinn und Freude. Im Folgenden geht es um eine kleine Bestandsaufnahme zur Digitalisierung der Bildung in Deutschland, verbunden mit der Frage, wer ist die gestaltende Kraft? Durch digitale Medien verändern sich Lernen und Schule nicht per se in eine bestimmte Richtung. Es ist nicht so, dass man digitale Medien in das Gefäß Schule hineingießt und dann bestimmte Veränderungen als direkte Effekte erwarten könnte. Lernen wird durch digitale Medien nicht automatisch einfacher oder individueller oder effektiver oder unpersönlicher. Schulen werden durch digitale Medien nicht automatisch moderner oder demokratischer oder effizienter oder inklusiver. Vielmehr gilt, digitale Medien können als extrem mächtige Verstärker fungieren. Sie verstärken nicht allgemein eine bestimmte Richtung, sondern in dem jeweiligen Kontext vorhandene Muster, vorhandene Tendenzen, Ziele und Interessen. Digitale Medien können als Verstärker für unterschiedliche Richtungen wirken und das gilt auch dort, wo sich die Akteure über diese Richtung gar nicht im Klaren sind oder sich heraushalten wollen. Dann wird das verstärkt, was implizit vorhanden ist oder von anderen Akteuren betrieben wird. Der vielbeschworene Digitalisierungsschub ist nicht neutral. Wer nicht nur getrieben oder geschoben oder geschubst werden will, muss sich Gedanken über die Gestaltung der eigenen Richtung machen. Das gilt für uns als individuelle Menschen, für einzelne Schulen und das ganze Schulsystem. Ja, man kann sogar sagen, es gilt für eine ganze Gesellschaft. Was macht jetzt das aus, was Schulen für ihre Arbeit verstärken wollen? Diese Frage ist bisher leider nicht gerade von entscheidender Bedeutung gewesen. Stattdessen gilt, wir haben zuerst das digitalisiert, was sich am einfachsten digitalisieren lässt. Und nicht etwa das, was am sinnvollsten wäre, wenn man es an bewussten Zielen ausrichten und gestalten will. Diese Tendenz lässt sich jetzt anhand von einigen Beispielen durchdeklinieren. Für das Lernen ist es einfacher, sich kurze Erklärvideos anzuschauen, als eigene Mitschriften in kollaborativen und vernetzten Formen zu führen. Für das Lehren ist es einfacher, frontale Inputs und bunte Quizaufgaben zu digitalisieren, als kollaboratives Projektlernen. Für das Lernmanagementsystem ist es einfacher, Lernen in Kurslogik mit Anfang und Ende abzubilden, als personalisiertes Lernen mit unterschiedlichen Wegen und Zielen zu unterstützen. Für Schulträger ist es einfacher, Geld für digitale Wandtafeln auszugeben, als in die Unterstützung von Fortbildung und in Schulentwicklung zu investieren. Für die Schulpolitik ist es einfacher, die digitale Optimierung der vorhandenen Schule zu versprechen, als groß angelegte Umbrüche der Art und Weise, wie wir Schule verstehen, insgesamt zu forcieren. Die Folgen sind jetzt so einfach wie massiv. Wir erleben in vielen Schulen eine Digitalisierung, in der bunte Quizaufgaben, Belehrungsvideos, Online-Kurse und digitale Wandtafeln häufiger vorkommen als kollaborative Projekte, personalisiertes Lernen und breit angelegte Schulentwicklung. Das ist eine digitale Bildung, in der die Schule im passiven Modus steht und die Digitalisierung traditionelle Bilder von Lernen und Lehren verstärkt. Das liegt auch daran, dass entscheidende Stimmen für eine Schule, die ihre eigene Digitalisierung gestaltet, in der Debatte fehlen. Viele Akteure, die an grundsätzlichen Veränderungen interessiert sind, halten sich in Digitalisierung raus oder sie üben den Widerstand. Es braucht sie aber, wenn wir Schule nicht nur an der Oberfläche digital optimieren, sondern grundsätzlich weiterentwickeln wollen.